Unser Gehirn ist in der Lage, sich auch nach einem schweren Schlaganfall neu zu organisieren. Und deshalb ist es für Patienten sehr wichtig, auch nach dem Reha-Aufenthalt weiter zu üben. Beim Üben zu Hause sollte der Patient einige Regeln beachten. Die Übungen sollten grundsätzlich schmerzfrei sein. Der Patient soll tief und ruhig weiteratmen. Er kann die Übungen in den Alltag integrieren, beispielsweise nach dem Frühstück, Mittag oder Abendessen, um eine Regelmäßigkeit zu erzielen. Und er sollte seine Belastungsgrenze nicht über- oder unterschreiten. Legen Sie Ihre betroffenen Arme auf einen Tisch und lassen die Hand vorne überhängen. Ziehen Sie nun mit Ihrer nicht betroffenen Hand Ihre betroffene Hand auf sich zu und halten dies für 30 Sekunden durch. Sie sollen dabei ein ziehendes Gefühl am unteren Unterarm spüren. Führen Sie nun die Gegenbewegung aus, sodass Sie auf der Oberseite des Unterarms ein ziehendes Gefühl erspüren und halten dies auch für 30 Sekunden durch. Greifen Sie mit Ihrer betroffenen Hand eine Flasche und drehen Sie diese mit der nicht betroffenen Hand 10-mal auf und zu. Lassen Sie die Flasche anschließend wieder los und machen eine Pause. Nach der Pause wiederholen Sie diese Übung noch 2-mal. Greifen Sie mit Ihrer betroffenen Hand eine halbvolle Wasserflasche und legen den Unterarm auf einen Tisch, sodass Ihre Hand vorne überhängt. Drehen Sie nun Ihre Hand so weit, dass die Handinnenfläche nach unten zeigt. Richten Sie anschließend Ihre Hand wieder auf, sodass die Öffnung nach oben zeigt. Wiederholen Sie diese Übung 10-mal. Nach einer Pause wiederholen Sie das Ganze noch 2-mal. Diese Übung soll auf das Einschenken von Getränken vorbereiten. Greifen Sie eine halbvolle Flasche mit Ihrer nicht betroffenen Hand und drehen mit der betroffenen Hand den Deckel auf und wieder zu. Wiederholen Sie dies 10-mal. Und machen anschließend eine Pause. Achten Sie bitte beim Drehen darauf, dass Sie Ihren Ellbogen nicht höher als die Schulter heben. Wiederholen Sie diese Übung nach der Pause noch 2-mal. Legen Sie eine Zeitung vor sich hin und blättern mit Ihrem betroffenen Arm die Seiten um. Die nächsten Übungen trainieren Funktionen, die wir fürs Gehen benötigen. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und legen ein Handtuch unter Ihr betroffenes Bein, nahe der Kniekehle, sodass Ihr Fuß in der Luft hängt. Ziehen Sie anschließend Zehen und Fuß nach oben und strecken Ihr Knie, soweit es geht. Lassen Sie Ihren Fuß und Ihr Knie wieder sinken und wiederholen Sie dies 10-mal. Nach einer Pause wiederholen Sie den ganzen Satz noch 2-mal. Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf eine Treppenstufe und halten sich am Handlauf fest. Setzen Sie nun das betroffene Bein etwas nach hinten, sodass Ihre Ferse überhängt. Drücken Sie Ihre Ferse nach unten, bis Sie ein Ziehen in der Wade spüren und halten Sie dies für 30 Sekunden. Setzen Sie danach Ihren Fuß wieder nach vorne auf die Treppenstufe. Wiederholen Sie diese Übungen 3-mal hintereinander. Die nachfolgenden Übungen zeigen wir Ihnen in 3 Schwierigkeitsstufen, beginnend mit der leichtesten. Bitte suchen Sie sich die für Sie passende aus. Stellen Sie sich vor die Treppe und halten sich mit Ihrer nicht betroffenen Hand am Handlauf fest. Stellen Sie nun Ihr nicht betroffenes Bein auf die erste Stufe und stellen anschließend Ihr betroffenes Bein daneben. Gehen Sie so die ganze Treppe nach oben. Oben angekommen, drehen Sie sich um und wechseln die Seite, sodass Sie sich mit Ihrer nicht betroffenen Seite am Handlauf festhalten können. Stellen Sie nun Ihr betroffenes Bein auf die nächst untere Stufe und Ihr nicht betroffenes Bein daneben. Gehen Sie so die Treppe nach unten. Bei der zweiten Schwierigkeitsstufe stellen Sie sich erneut vor die Treppe, halten sich mit Ihrer nicht betroffenen Hand am Handlauf fest und stellen anschließend Ihr betroffenes Bein als erstes auf die Stufe und Ihr nicht betroffenes Bein daneben. Gehen Sie so die Treppe weiter nach oben. Oben angekommen, drehen Sie sich um und wechseln die Seite, sodass Sie sich mit Ihrer nicht betroffenen Hand am Handlauf festhalten können. Setzen Sie bitte nun das betroffene Bein als erstes nach unten und das nicht betroffene Bein daneben. Gehen Sie so die Treppe weiter runter. Für die dritte Schwierigkeitsstufe stellen Sie sich bitte vor die Treppe und halten sich mit der nicht betroffenen Seite am Handlauf fest. Setzen Sie nun Ihr nicht betroffenes Bein auf die erste Stufe und Ihr betroffenes Bein auf die zweite. Gehen Sie nun im Wechselschritt die Treppe weiter nach oben. Oben angekommen, drehen Sie sich um und wechseln die Seite, sodass Sie sich mit Ihrer nicht betroffenen Seite am Handlauf festhalten können. Setzen Sie nun das betroffene Bein auf die erste Stufe
und das nicht betroffene Bein auf die zweite. Gehen Sie auch jetzt im Wechselschritt die Treppe nach unten. Die letzte Übung ist eine Wahrnehmungsübung. Sie nehmen eine Zahnbürste und reiben damit über das betroffene Areal, um dieses im Gehirn präsent zu halten. Die größten Erfolge stellen sich meist innerhalb des ersten Jahres ein, aber unser Gehirn ist auch in der Lage, noch Jahre später Erfolge zu erzielen.